Eine 140 vor einem Güterzug. Mittlerweile selten, aber immer noch täglich zu beobachten. In Bremen-Grolland rangiert 140-569. Ausfahrt. Mittlerweile ist die Baureihe 140 ein Klassiker. 1957 kamen die ersten im Rahmen des DB-Einheits-ELOK-Programms auf die Gleise. Bis 1973 entstanden sage und schreibe 879 Maschinen. Im Sommer 2014 sind davon zusammen mit den privaten noch etwas über 75 aktiv. Der aktive Bestand bei DB Schenker Rail ist starken Schwankungen unterworfen. Wiederinbetriebnahmen und Z-Stellungen wechseln je nach Transportaufkommen praktisch jeden Monat. So sind die eigentlich längst ausrangierten E-Loks immer noch fleißig in ganz Deutschland unterwegs. Hier talwärts auf der Geislinger Steige. Die DB-Einheits-E-Lok-Familie ist die größte Europas. Insgesamt 1934 Lokomotiven sind in 4 Baureihen gebaut worden. Auch im Ruhrgebiet sind sie gelegentlich noch anzutreffen. Hier rangiert 140-680 auf den Gleisen des Güterbahnhofs Oberhausen-Osterfeld Süd. Neben dem Güterverkehr helfen die DB-140er auch im PBZ-Verkehr aus. Das sind interne Überführungsfahrten. Die 140-535 rangiert im Güterbahnhof Beddingen bei Salzgitter. Der Güterbahnhof ist ein wichtiger Umschlagplatz zum benachbarten VW-Werk.
Die 140er soll einen Güterzug nach Bremen befördern. Auch die jüngere Konkurrenz ist in Beddingen vertreten. Zwei private 185er rollen vor den nächsten Güterzug. Die 535 kann 2014 ihren 50. Geburtstag feiern. 1964 wurde sie von Krupp und BBC an die Bahn übergeben. Ausfahrt. Fünfzig Jahre nach ihrer Indienststellung zieht die 140er den langen und schweren Güterzug noch locker über die Gleise. Ganz in der Nähe liegt die Kleinstadt Peine. Auch hier sind die alten E-Loks noch regelmäßig anzutreffen. Bedient wird oft das Stahlwerk Peine. Hier ist 140-600 im Dienst. Der Raum Hannover-Braunschweig ist in den letzten Jahren zur Hochburg für die Baureihe 140 geworden. Bis zu 10 Maschinen sind täglich im Sommer 2014 hier unterwegs gewesen. In einem DB-Film aus den frühen 50er Jahren wird über die Elektrifizierung berichtet. Der elektrische Zugbetrieb kann bald aufgenommen werden. Doch dazu gehört eine Vermehrung der elektrischen Lokomotiven und Triebwagen. Auf den Zeitplan der Elektrifizierung der Strecken abgestimmt, lief deshalb ein umfangreiches Neubauprogramm bei der deutschen Lokomotivindustrie an. In Großserien bei den einzelnen Werken aufgelegt, gehen sie der Vollendung entgegen. Trotz Beschränkung auf 4 Lokomotivtypen kann mit ihnen das gesamte Betriebsprogramm des Reise- und Güterzugdienstes bewältigt werden. Dabei bauen sich die einzelnen Typen auf gemeinsame Bauelemente auf, um bei ihrer Vergabe zu noch größeren preissenkenden Stückzahlen zu kommen und ihren Betrieb und ihre Unterhaltung zu vereinfachen und zu rationalisieren. Die E10, eine schwere Schnellzuglok mit einer Höchstgeschwindigkeit von 150 Kilometern, einem Gewicht von 83 Tonnen und einer Leistung von 4.400 PS. Daraus, nur durch Änderung der Übersetzungsverhältnisse entwickelt,
Die E40, eine mittelschwere Güterzuglokomotive. Höchstgeschwindigkeit 100 Kilometer, Leistung 4400 PS. Die 140 wird zum Arbeitstier des Wirtschaftswunders. Überall, wo Fahrdraht hängt, sind sie unterwegs. So, Meister, auffüllen. Dann brauchen wir nachher für die Bremsprobe weniger Zeit. Kilowatt Leistung bringt die vierachsige E40 auf die Gleise. Es gab zwar recht viele Kinderkrankheiten, doch schließlich entwickelte sie sich zur robusten und treuen Universallok. 1968 macht das neue EDV-Nummernsystem aus der E40 die 140. Die 140 wird zum Mädchen für alles. Auch schwere Züge nimmt sie ohne Murren. So können in der Ebene 2100 Tonnen Anhängelast noch mit Tempo 90 gefahren werden. Doch den meisten von ihnen ereilt dieses Schicksal. Vor sich hin rostend warten hier im Werk Nürnberg eine 140er und 110er auf den Abtransport zum Schrotthändler. Andere dagegen haben mehr Glück. Sie werden verkauft und fahren weiter in ihrem zweiten Leben bei privaten Unternehmen. So fährt 139558, eine E40 mit Widerstandsbremse, heute unter der Flagge von Rail Adventure vor Güterzügen. In Nürnberg rangiert sie in die Abstellanlage. Ebenfalls zur Baureihe 139 gehören 9 Lokomotiven der Firma Locomotion. Diese fahren regelmäßig im Brennerverkehr. Oft helfen sie ihren viel jüngeren Kolleginnen im Schiebedienst über den Berg. Eine 185 und 189 von Locomotion erklimmen die Steigung. Am Schluss schiebt eine 139. Die bunten Farbkleider der Privaten sind neu.
Im Führerstand ist alles beim Alten geblieben. Fahrschalter, Handrad, Bremsventil, Fahrhebel und natürlich die Geräuschkulisse. Atmen noch die Zeit der 50er und 60er Jahre. Die älteste Privatbahnmaschine ist 140002 von Sunrail. Sie wurde am 31. Juli 1957 der Bahn übergeben. Falkenberg an der Elster. Eine Kleinstadt in der Lausitz mit zwei großen Güterbahnhöfen. Hier übernehmen 140er der Elbe-Weser-Bahn regelmäßig lange Autozüge. Lokführer Joachim Kretschmer beginnt seinen Dienst auf 140-866. Sofort beginnt er mit dem Aufrüsten. Gleich wird Licht. Ja. Jeder Griff sitzt. Jetzt wird die Handbremse gelöst. Der Hauptluftpresser hat den nötigen Druck für die Bremse erzeugt. Die Bremse ist okay. Ja, das mit die SIFA einschalten. Den Dusi einschalten. Den Stromabnehmer anwählen. Dann die Sonderluft wieder aufsperren. Hier alles nur mit Batterieschalter. Und dann war's das. Einfache Technik. Ja. Auch so leer hier drin, ne? Bitte? Auch so leer hier drin. Ja, hier steht sonst denk der LZB-Schrank. Ah, da fehlt schon was. Die Maschine hat keine LZB. Ein Zugeständnis an die Neuzeit. Der Energiemengenzähler da hinten muss ja abgerechnet werden, was man hier durchzieht. Kostet ja heute alles Geld. Die Lok ist aufgerüstet. Jetzt kann es losgehen. Zuvor noch ein Test der Bremse. So, machen wir noch die Zugnummer rein. Mit der Eingabe der Zugnummer heute 69374 ist die E-Lok endgültig fertig für die Fahrt.
Nach einem letzten Kontrollgang außen werden die Lüfter hochgefahren. Das geschulte Ohr von Joachim Kretschmer lauscht den Lüftergeräuschen. Alles schick, kann man fahren. Der erfahrene Lokführer macht einen letzten Kontrollgang durch den Maschinenraum. Die Lok ist fertig gemeldet. Kretschmer wartet auf den Rangierbefehl aus dem Stellwerk 26. Vorher rangiert noch eine tschechische 371 auf den Gleisen in Falkenberg. Sie hat den Autozug für unsere 140 hierher gebracht. Die 140-866 ist auf dem Weg. Die E-Lok steht am Zug. Fahrhebel auf vorwärts, Bremsventil entsichern und los kann es gehen. Doch zuvor muss der Zug noch angekuppelt werden. Bremsprobe.
Auch das gehört dazu, der lästige Papierkram. Dann wird der Zug fertig gemeldet. Schönen guten Tag, immer dieselben, ja? Ja, hier ist Gleis 7, 69374, fertig zur Abfahrt. 69374, geht das los? Geht das los? Ja, tschüss. Schon altersbedingt, das will der Onkel Bahnarzt so. Geht der Tatsache schon los. Bei der Elbe-Weser-Bahn sind insgesamt 7 140er unterwegs. Auch sie tragen bunte Farbkleider. Ja, grüß dich Jens, Plan ab mit 866. Bis später. Pünktlich im Plan ist der Güterzug unterwegs. Bis nach Bremerhaven wird er fahren. Lauschen wir den Klängen einer 140er. Schnell haben wir 80 Stundenkilometer erreicht. Mehr dürfen Güterzüge auf diesem Streckenabschnitt nicht fahren.
eigentlich auf Haken? 1200 Tonnen, 20 Einheiten und wie ich gesehen habe, ein teurer Zug Q7, Q5 und Touareg. Und für den Export mit den extra großen Motoren. Jetzt kommt noch. Weiter nördlich Richtung Coswig darf der Zug nun 100 km/h fahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 140 liegt bei 110.
Doch, der nimmt es auf, aber ich läuft für den einfach nochmal weiter. Durchfahrt in Lutherstadt-Wittenberg.
Der Güterbahnhof Priesterwitz wird durchfahren. Ich gebe es zu mir mal bitte kosmisch. Ja. Kosmisch? 69374, guten Tag. Ich möchte mal bitte kurz am Bahnsteig anhalten, da müssen zwei Kollegen absteigen. Weißt du Bescheid, es geht dann sofort weiter. Wisst Bescheid, danke, tschüss.
In Coswig haben wir den Zug verlassen. Fast 10 Stunden wird er für die Fahrt bis nach Bremerhaven insgesamt brauchen. Lokführer Joachim Kretschmer wird in Magdeburg abgelöst. Viele der neuen alten E-Loks haben im Werk Dessau eine Hauptuntersuchung und ihr neues Outfit erhalten. In Blau kommen die Lokomotiven der Press GmbH daher. Nr. 140037 ist nicht die richtige Nummer. Die ursprüngliche Ordnungsnummer steht am Rahmen. Neben der blauen Press-E-Lok steht 140851. Sie gehört ebenfalls der Press und wird bald den neuen blauen Lack erhalten. Beide E-Loks sind doppeltraktionsfähig. Die Einrichtung für den Wendezugbetrieb ist ausgebaut oder funktionslos geschaltet. Es bleibt abzuwarten, wie viele neue alte E-Loks hier im Werk Dessau noch ein neues Leben erhalten werden. Der Güterbahnhof Frankfurt-Oderbrücke. Der östliche Teil wird mit dem polnischen System 3000 Volt Gleichstrom versorgt. Eine PKP EU45 ist angebügelt und wartet auf Ausfahrt. Eine Press 140er hat einen leeren Holzwagenzug von Stendal aus hierher gebracht. Es ist 140038, die wir eben noch in Verkehrsrot als 851 im Werk Dessau gesehen haben. Wechselstrommaschinen rollen, so wie diese 143er von RBH, abgebügelt in den Güterbahnhof ein. Gegenüber rangiert eine alte polnische E-Lok. Eine Gravita setzt unsere Press 140 um. Unter Wechselstrom kann sie dann wieder anbügeln. Wenig später steht sie vor einem beladenen Holzwagenzug nach Stendal. Doch die Ausfahrt verzögert sich. Die Wagenpapiere sind auf Polnisch und müssen erst übersetzt werden. Währenddessen rollt eine ST43 mit einem Kesselwagenzug heran.
Bald 60 Jahre Baureihe E40 140 liegen hinter uns. Ein elektrischer Lastesel hat Geschichte geschrieben und die ist noch nicht zu Ende. Täglich rollen noch Güterzüge mit der guten alten Dame. Eine Museumslok gibt es bereits, E40 128. Sie ist in der Außenstelle Koblenz des DB-Museums zu Hause. Bei einer Fahrzeugparade glänzt sie in Chromoxidgrün und mit alter Nummer. Zurückgebaut mit Griffstangen und den ursprünglichen Lüftergittern. Eine alte Lady, aber immer noch rüstig. Wir danken den Mitarbeitern des DB-Museums, die sich um die Restaurierung der Lok verdient gemacht haben. Sie beim Fahrzeug.